Hallo, liebe Zuschauer. Neben mir steht, vielen von Ihnen bekannt, Stefan Gebhardt, Landtagsabgeordneter für die Linke, außerdem ja auch der Landesvorsitzende. Und er war im Rahmen einer Landtagsdelegation vor kurzem in Vietnam, ist zurückgekehrt und schon kommt unser aktuelles Hauptthema ins Spiel, nämlich die Corona-Krise. Denn diese Delegation wurde in Verbindung gebracht, denn in dem Hotel sind Corona-Fälle aufgetaucht. Wie ist die aktuelle Situation? Na, die Situation hat sich jetzt erstmal wieder beruhigt, weil ich habe einen Test machen lassen bei mir und habe diese Nacht das Ergebnis bekommen, dass der Test negativ ist. Also es liegt kein Erreger vor. Bei mir ist alles in Ordnung soweit. Also ich kann wieder normal das Haus verlassen, bin unter keiner Quarantäne und bin deshalb auch jetzt erstmal sehr beruhigt, was mich persönlich betrifft. Die Situation während der Ausschussreise war auch noch völlig in Ordnung. Wir haben halt im Nachhinein jetzt am Montag einen Bescheid von der Botschaft aus Hanoi bekommen, dass in dem Hotel zwei britische Touristen waren, also zwei Leute aus England, die im Nachhinein nachweislich positiv auf Corona getestet wurden. Und in so einem Fall muss man dann natürlich alle Vorsichtsmaßnahmen einleiten. Und ich glaube, das ist auch richtig, wie da gehandelt wurde. Es wurden die Mitarbeiter, die bei der Reise mit waren, erstmal nach Hause geschickt, auch mit der Bitte, einen Test zu machen. Die Testergebnisse liegen auch mittlerweile vor. Also alle Reisemitglieder vom Landtag von Sachsen-Anhalt, die teilgenommen haben, die einen Test machen haben lassen. Bisher haben alle negative Bescheide und wir gehen davon aus, dass das bei allen anderen auch so sein wird. Demzufolge bin ich jetzt einfach erstmal sehr beruhigt. Ja, also in diesem Fall scheint jetzt erstmal alles in Ordnung zu sein soweit, aber diese Krise wird sich ausweiten, da muss man kein Prophet sein. Wird das auch Konsequenzen haben aus Ihrer Sicht für die Arbeit im Landtag? Das wissen wir noch nicht so genau und ich neige auch nicht dazu, Panik zu machen. Ich weiß nur, dass jetzt aktuell einige Veranstaltungen abgesagt wurden, unter anderem auch die Gedenkveranstaltung anlässlich des Jubiläums der ersten Freien Volkskammerwahlen, die nächste Woche Dienstag im Landtag stattfinden sollte. Die ist kurzfristig abgesagt worden. Die Ältestenratsreise ist abgesagt worden. Die sollte nach Schweden gehen. In Schweden sind auch mehrere Fälle jetzt bekannt geworden. Also man ist sehr vorsichtig geworden und wie sich die Dinge in den nächsten Tagen entwickeln, müssen wir einfach in den nächsten Tagen abwarten. Ich rate dazu, Vertrauen in die Verwaltung zu haben, Vertrauen vor allen Dingen auch in die Ärztinnen und Ärzte zu haben und keine Panik an der Stelle zu schieben. Und ja, soweit erstmal. Na, dann warten wir es einfach ab. Vielen Dank. Gerne.